sieht ein bisschen daraus, dass wenn wir noch ein Level 15 nach Tara bekommen würden, habe ich jetzt auch nichts dagegen. Und hey, noch ein Level 12er Bugfight. Es ist... Ich glaube, die Level werden wirklich angepasst. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Aber gut. Und dann, ne, ich weiß schon, wie es weitergeht. Deswegen, ich will nicht lange auf der Folter halten. Wir gehen jetzt nochmal ganz kurz zum Mayor, der uns nochmal ganz kurz sehen wird und uns erzählt, dass wir Gebäude bauen können, dass wir morgen anfangen können, unsere Räder zu öffnen. Deswegen habe ich es schon mal gemacht, weil ich wusste, wir können vorher nicht einmal kämpfen. Wie, das hat bei meinem anderen nicht gereicht. Babydoll-Eis. Die müssen wir lernen, damit Nachtara für die Nara werden kann. Und die sind, glaube ich, eh auch stärker als Tailwhip, ne? The user stares with its Babydoll-Eyes before the target attacks that. Tailwhip war gerade ziemlich geil. Ich glaube, da würde ich lieber Sand Attack wegmachen. Weil ab und zu ist es schon sinnvoll, dass der Gegner weniger Angriff hat, das sehe ich ein. Gerade wenn wir gegen stärkere Gegner kämpfen, wir wissen ja nicht, was uns erwartet. Also ganz ehrlich, wir sind ein random Gym irgendwo. Die Tatsache, dass eigentlich jeder Vollidiot da reinlaufen kann, auch jemand... Ne, theoretisch kann jederzeit jemand reinlaufen, der 8 Ohren hat. Also jetzt mal ehrlich. Oder 7 und ich könnte der Letzte sein. Wie soll ich darauf vorbereitet sein, jetzt erinnert? Denn so darf ich nur dreimal verlieren. Die Regel, die uns noch nicht erklärt wurde, finde ich absolut dämlich. Naja, gut. Was? Two Cups entwickelt sich! Jetzt ist es ein Zwabberflee? Ja, das klingt doof. Ein Zweitmerling? Zweimerling. Zweimerling ist okay. Ich glaube, Konfusion lernt es irgendwo auf einem höheren Level. Aber Gast kann es ja auch. Ja, nice. Da fährt er direkt einmal wieder weg. Ich möchte keinen harten Schmetterling sehen. Wenn ein harter Schmetterling im Garten gegen meinen Kopf fliegt, tut das echt weh. Das kriege ich mit Juni-Käfern häufig genug mit hin. Das muss so nicht sein. Okay, hallo. Wir sind trainiert, wir sind stark. Ich habe keine Ahnung, ob das zu viel Training war oder nicht. Aber ich würde gerne loslesen. Genau, hier gibt es Building Plans. Die kosten echt verdammt viel. Also irgendwie 10.000 der billigste. So viel hatte ich da schon mitgesehen. Ah, ich bin froh, dass du hier bist. Ich sag dir besser, was passiert ist. Bitte setz dich hin. Hier gibt es keinen Stuhl. Also als erstes, weißt du, du bist ein Arena-Leiter. Ein Arena-Leiter kann kein Pokémon nutzen, welche nicht denselben Typ teilen wie das Arena. Aber es gibt eine Ausnahme. Du kannst ein Maximum von 2 Pokémon haben, welche nicht denselben Typ haben wie dein Arena. Aber sie müssen deinen Signature-Move können. Dope. Außer wenn du zu viele Kämpfe verlierst in der Folge, dann gibst du deinen Mantel als Arenaleiter auf. Dasselbe passiert, wenn die Öffentlichkeit dich nicht zu sehr mag. Aha. Du musst die Personen glücklich halten und die Pokémon. Ich verteile Haribo. Let's fucking go. Das ist die Grundlage, ein guter Arena zu sein. Die Pokémon helfen, den Menschen helfen, erhöht deine Reputation. Frag mal herum, vielleicht sind es auch Leute, die ganz panisch von links nach rechts gucken, die haben bestimmt Probleme, geh dir mal helfen. Außerdem kannst du dein Geld benutzen, um neue Buildings zu erecten. Ich erecte gerne. Red einfach mit dem Mann an den Tisch, damit du investieren kannst. Investment ist der Motor der Wirtschaft. Und check mal deine Mailbox rein, da kannst du noch einen Typen anstellen. Und ja, ich meine die Mailbox vor deinem Haus, richtig scheiß E-Mail-Post, Bank, Mailbox, weil ich zu alt bin, um das zu kennen. Als erstes ist ein Gym-Guide holen, der sich assistiert. Warum gehst du nicht nach Hause und checkst deine Mails? Yes, das ist das, was ich meinte, wo wir jetzt ein kleines underaged Teenager-Girl holen können, die voll auf uns abfährt, damit wir stärkere Gegner bekommen. Was ich nur deswegen mache, damit die Gegner stärker werden, das spannender wird. Guck mal, wir können nämlich einen Gym-Guy holen, Tried and true choice, eine wahre Wahl, sichere Wahl, basically. Dann haben wir den alten Typ, der schon mal retired ist, der den ganzen Tag irgendwie rumsitzen wird. Das wäre nicht so beliebt mit den Leuten, aber wird deine Reputation auch nicht schnell steigen. Aber du hast kein Problem mit irgendwelchen Veteranentrainern, die kommen werden. Oder du fragst halt ein Mädchen, ein Mädchen, was gerne auf kurze Pause vom Training machen würde. Das wird auf jeden Fall die Leute mögen, wenn du einfach so ein Mädchen anstellst und die ganze Zeit hinschauen können. Nice. Und deswegen würde auch dein Ansehen steigen, weil du eine geile Sekretärin hast. Macht schon Sinn.
Aber auch stärkere Trainer werden von diesem Mädchen angezogen, interessanterweise. I don't understand this logic, aber die nehmen wir. Aus dem einzigen Grund, weil stärkere Trainer kommen und es spannender wird. Hallo? Wer ist das? Was? Hast du bist Sino? Das wegen meiner Anmeldung, ne? Ich kann's nicht glauben. Ich habe die anderen Anmeldungen gesehen oder einschreiben und hatte schon Angst. Ich meine, da war ein tatsächlicher Gym-Guy mit dabei. Wieso? Hast du den nicht genommen? Naja, egal. Bis morgen, alles klar, bis dann. Ciao. Nice. Hallo, das ist Major Dalton. Major Dalton. Sieht aus, als ich endlich finally found where I wrote. Ich habe endlich gefunden, wo ich eine Nummer hingeschrieben habe. Ich wollte nur mal schauen, wie es denn so mit dem Anwerbungsprozess läuft. Hast du jemanden gefunden? Großartig. Dann leg dich mal schlafen. Morgen ist ein großer Tag. Ich rufe dann nochmal an. Ciao. Hey, ich sollte die Nummer lieber speichern in meinen Kontakten. Okay. Bis ungefähr hierhin hatte ich gespielt. Ich war dann noch einmal in der Arena drin. Dann sagen sie doch, was für ein Arschloch du bist. Genau das hier. Und dann geht's hoffentlich richtig los. Guten Morgen, Sinu. Jetzt, da wir die Situation geklärt haben, lass mich dich mal einleiten in die Arena-Trainer, die vorher hier gearbeitet haben. Ich bin Jimmy und das ist meine Schwester Sammy. Wir werden unser Bestes geben und du hoffentlich auch. Arena-Trainer sind ein wichtiger Part von jeder Arena. Sollst mal häufiger in deine Mailbox reingucken, um ein paar neue anzuwerben. Da habe ich am meisten Bock drauf, tatsächlich. Einfach nur Sklaven, mit Leute in die Arena zu holen. Egal. Während du in der Arena bist, musst du Trainer abhalten. Die ganze Zeit, während du hier drin bist. Du musst einen nach den anderen besiegen und wer immer dich besiegt, kriegt deinen Arena-Orden. Ich finde immer noch die Regelung, dass du einen gewissen Prozentsatz erledigen musst, interessant, wenn eigentlich das Ziel ist, dass alle durchkommen, aber egal. Das stimmt nicht. Sollten nur die richtigen Guten durchkommen, aber irgendwann müssen sie auch durchkommen. Egal. Erinnere dich daran, wenn du so wie verlierst, dann wirst du rausgeschmissen. Du musst nicht jeden Tag die Arena aufmachen. Allerdings, wenn sie öffnet und man sie schließt, ist es komplett dir überlassen. Aber wenn du zu lange wegbleibst, finden wir das kacke. Basically. Lauf einfach die Arena rein, wenn dein Team in der richtigen Reihenfolge ist und der Tag wird beginnen. Oh, und da du jetzt anfängst, braucht dein Team genau 3 Pokémon, bevor der Tag beginnt. Nicht mehr, nicht weniger. Steig in den Rangen und you will have to increase the amount. Je höher du in den Rang ist, dann kannst du immer 6 Pokémon nehmen, damit du auch gegen die stärker werdenden Gegner anstinken kannst. Aber erstmal belege dein Pokémon in die richtige Reihenfolge. Viel Spaß. Ciao. Ich sehe weg. Ich kann endlich dieses scheiß Lächeln wegnehmen. Hey, schreien Sie hoffentlich an. Wir wollen nicht wieder so einen faulen Arena-Leiter haben wie den letzten, der hier war. Ne, nichts Persönliches. Aber der letzte Arena-Leiter hat diesen Platz wirklich komplett ruiniert. Es war eine Schande. Er war so nett in den ersten paar Monaten, die er hier war, als Arena-Leiter. Und dann hat er einfach aufgehört, sich darum zu kümmern eines Tages. Die meisten anderen Trainer sind gegangen und die Stadt hat eine Petition gestartet, um ihn rauszuschmeißen. Ich habe keine Ahnung, was genau passiert ist, aber wenn irgendwas passiert, dann erzählst du uns das besser. Das ist schon mal ganz nett. Hallo? Ich hoffe, ich unterbreche dich irgendwas. Ich finde schön, dass sie keinen Namen hat, einfach Jim Girl heißt. Also, das richtige McFit Lady. Ich bin bereit zu arbeiten, wenn wir einmal aufmachen. Ich verspreche, dass ich alles meine Macht tue, um den besten Job zu machen, den ich geben kann. Ja, immer diese Stimmungskiller. Naja, passt schon. Wir waren eh ein bisschen zu streng. Ja, er ist irgendwie schon nervös genug. Oh, aber als ich auf dem Weg war, habe ich den Major mich angehalten und er hat mir diese Nummern gegeben. Ich soll dir diese Nummer geben. Okay, Gym Leader Hotline, das finde ich interessant, was das ist. Das ist so, kann ich andere Gym Leaders anrufen, damit die herkommen? Und die Polizei. Das macht sehr viel Sinn. Die klangen wirklich wichtig. Deswegen habe ich sie mal gegeben. Also, wann fangen wir an? So, alles klar. Jetzt geht's los. Ich bin scheiße gespannt, wie dieses Spiel funktioniert, ob das cool wird oder nicht. Also, wir machen die Reihenfolge einmal sinnvoll, und zwar 8, 10, 15. Wir gehen noch einmal ganz kurz meine Pokémon heilen, damit da ja keiner paralysiert ist und ja keiner irgendwie zu viel Damage hat. Und dann können wir eigentlich schon ordentlich anfangen, die Typen zu boxen.
Wie hart kann's werden? Ich meine, wir sind hart überlevelt, nehme ich an. Hoffe ich. Sehr stark. Ich will nicht am ersten Tag eines Arena-Leiters schon alle irgendein Pokémon von mir entlassen müssen. Los geht's. Ach ja. Ich habe Pokémon in meiner Party, was nicht denselben Typ hat und den Angriff nicht kennt. Kann? Doch jeder kann doch Rückkehr lernen, oder? Ja, das ist wirklich nice. Ich glaube, da haben wir den leichtesten aller, ich weiß nicht, ob es stärker als Tackle ist momentan, aber ich hoffe es mal. Haben wir echt einen leichten Arena-Orden gehabt, weil, wie gesagt, sowas wie Drachenklaue ist ein bisschen schwieriger. Deswegen konnte ich meine fucking Arena einfach nicht starten beim ersten Mal, als ich gespielt habe. Okay, das funktioniert. Ich werde dir zeigen, was ich kann! Musst du nicht erst meine anderen Trainer erledigen? Das wäre witzig zu sehen, dass du daran scheiterst. Hier sind noch zwei Pokémon. Level 3. Okay. Ich glaube, mein Team ist etwas zu stark für diese armen kleinen Leute. Habe ich dich nicht vorhin schon besiegt, als auf dem Weg hierher? Genau an dieses Flabébé erinnere ich mich doch. Das war damals auch schon so schwach. War sie sogar ein Level höher? Egal. Dein Baby ist auch gestorben. I'm not sorry to... Oh, nice Wing Attack. To completely beat the shit out of you. Wieso kommst du auch mit so einem unvorbereiteten Team hierher? Das nächste Mal werde ich es dir zeigen. Wow, deine Ansehen ist um 10 gestiegen. Deine Arena-Trainer... Also, your Gym-Trainer boosted your reputation. Ach so, weiß nicht, dass so 5 wahrscheinlich gewesen wären. Warum soll ich mir die Ohren zuhalten? Bist du so schlecht im Musik machen? Okay, rapidly Anstieg in allem. Und der würde actually mit einem Schlag meinen Vogel wahrscheinlich rausballern, wenn er einen Elektroangriff ansetzt. Also müssen wir direkt einmal das Ass rausholen und nach Tara zeigen, was man so machen kann. Okay, er setzt Tackle ein. Vielleicht ist der Gegner doch einfach nur scheiße schwach. Hauen wir mal schnell um! Dafür ist Quick Attack da! Okay, nice. Vogel Level Up. Der ist noch viel zu schwach, um sinnvoll zu sein. Das ist das Problem. Und ein Zubat. Okay. Aber von 3 auf 10, die Level in diesem Spiel sind ziemlich hart random ausgelevelt. Ah, meine Ohren! Was? Was hast du gesagt? Ich hab verloren! Oh, bei 30. Nice. I've been roughing it for 15 days straight. Er hat irgendwas hart gemacht für 15 Tage. Ich will nicht wissen, was. Mein Englisch ist gut. Du wirst meine Streak nicht stoppen. Okay, Camper Jakob. Wait, es gibt ja neue Pokémon? Also ich meine, es ist ein Lumpy. Aber nicht shiny, weil es ist... Ist das ein Unlicht-Lumpy? Wait, witzig. Okay, es ändert nichts daran, dass ich nach Tara einsetzen muss, weil Vogel echt die falsche Wahl war, wie es aussah. Yes, Unlichtangriffe. Okay, von mir aus. Ob der Gegner weiß, wann ich wechsle, ob die KI das mitbekommt in diesem Spiel? Ein bisschen hier danach aus. Okay, Vogel steigt ein Level. Nice, nice. Gut zu wissen, dass sie auch Level dadurch steigen. Okay, der Rest ist dann wieder relativ easy zu machen. Ja, irgendwie haben die alle erstmal was, was irgendwie effektiv gegen mein Vogel sein müsste. Das ist echt nicht cool. Bist du nicht Typ Geist? Oh. Geiststein, ne? Unlucky. Two Cups, zeig mal, was du gelernt hast. Weil es ist endentwickeltes Pokémon, das sollte ja was hinbekommen. Mudslap, nice. Guter Start, guter Start. Ist beides scheiße. Okay, probieren wir mal Bugbite. Wie viel macht der? Das ist okay. Astonish. Okay, ja, wie viel würde Gast machen? Ah, ja. So sieht man das doch gerne. Dann winden wir dich einfach weg. Okay, Schwein gehabt, dass wir Fuck-up haben. Hätten wir nur Pokémon mit Normalangriffen, wäre ich echt am Arsch gewesen. Dann habe ich gar nicht gedacht, dass Geist so hart uns raushauen kann. Okay, du spielst nicht. Ich spiele eigentlich gerade schon ziemlich dieses Spiel. Das ist noch nicht vorbei! Ich hätte echt gern Namen für die Leute. Okay, Reputation, nice. Go, los geht's, meine glitzernden Schönheiten!
Okay, okay. Beauty Miss. Warum haben die alle nur zwei Pokémon mit? Snom. Ein Snom, Nom, 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 Nom. Wollen wir die gewinnen lassen? Nur damit es mal jemand, irgendjemand schafft? Ah, I'm sorry for your loss. Jetzt, wo Forel einmal ballern kann. Und jetzt, ich hätte Snom überleben lassen, einfach nur weil Snom, Nom, Nom so cool ist. Dass das Vieh kein Pflanzen-Pokémon ist, ne? Finde ich immer noch 10 von 10 weird. Nice, Critical Hit. So muss das. Das hätte auch bloß für Forel ausgehen können. Okay. Nice. Gönn dir. My Babies. Du sollst kein Baby in den Kampf schicken. Nur mal so nebenbei. Okay, extra. Das muss jetzt hier so mit dabei stehen, dass der meine Reputation boostet. Okay, das waren alle für heute. Wir können die Arena schließen. Wenn der Tag zu Ende geht, kannst du entweder direkt nach Hause gehen oder in den Pauseraum. Manchmal. Your Gym Trainers will gehen. Manchmal kommt deine Arena-Trainer dorthin und treffen sich dort. Manche werden dir auch Items geben. Also geh da ab und zu mal rein. Yes, yes, let's go. Schauen wir mal in den Break Room. Hi. Na, wie war der Tag so? Hey, Sinu. Machst du das gut? Willst du kurz reden? Hast du mit den Arena-Trainern schon mal geredet? Sie haben vielleicht was, mit dem wir reden möchten. Hey. Sie wollen heute trainieren gehen. Manchmal trainieren deine Arena-Trainer. Oder manchmal wollen die Arena-Trainer trainieren. Wenn du mit ihnen trainierst, dann werden sie weiter und deine Reputation steigt. Yes, let's go. Dann trainieren wir die Arena-Trainer, um sie weiter zu trainieren. Der Respekt ist gestiegen. Wow. Okay. Wie jetzt? Ich darf mein Haus nicht verlassen. Ich will nur nach der Arbeit mal ein Bier trinken gehen oder so. Oder eine Milch, besser gesagt. Okay. Wenn du den Tag weiter voranschreiten lässt, erhältst du Revenue? Wie viel Revenue du bekommst, hängt davon ab, welche Gebäude du gebaut hast. Also halt eine gute Balance und sollst eine gute Revenue bekommen. Sonst ignoriere nicht deine Gebäude. Okay, haben wir eigentlich gerade Geld bekommen, dadurch, dass wir Leute geboxt haben? Wieso kriegen wir... Stimmt, wir kriegen immer Geld, wenn wir die Trainer erledigen, das macht Sinn. Interesting. Also nehmen wir einfach kleine Kinder weiter aus und dafür steigt unser Revenue. Ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel. Das sieht doch bisher sehr sinnvoll aus. So, ich würde sagen, wir reden mal mit den Leuten und gucken, ob wir irgendjemandem helfen können, wenn wir dabei sind. Kannst du mir vielleicht eine Hardscale geben, wenn du eine findest? Keine Ahnung, wo ich die in meiner Arena finden soll, aber ja, ja, wenn ich eine finde, mache ich das. Du bist ja ein Arena-Leiter. Ich hoffe, du bist besser als der Letzte. Ja, ja. Hey, hey, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, Arena-Leiter, aber kann ich eine Portion haben? Ja, nimm ein bisschen Essen, viel Spaß. Dankeschön. Jetzt kann ich trainieren gehen. Du kannst auch das kostenlose Poké-Center benutzen. Oh, willkommen zum Umbau City. Hier ist die Item-Bank. Hier verstauen wir die Items. That less fortunate folks might need. Welche... Ah, das ist so die Tafel. Hier kann man Items reingeben, welche vielleicht weniger glückliche Menschen brauchen. Gibt es irgendwas, was du spenden möchtest? Ja, spenden wir eine kleine Potion. Bitteschön. Wir appreciaten deine Help. Ich habe keine Ahnung, wie wichtig 10 Reputation sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Ob es sich lohnt, dafür den Arm auszureißen oder nicht. Hier ist das Daycare Center, wo wir noch jemanden reinwerfen könnten. Sonst haben wir eigentlich auch alle mit gut geredet. Okay, ich bin der Move Maniac. Ich weiß jeden einzelnen Move, den ein Pokémon lernen kann. Ich collecte auch Hardscales. Okay, das ist nichts Neues. Von mir aus sehe ich ein. Du bist die Odla Hihi Lady? Hallo, ich bin der Move Tutor. I can teach a special and powerful move to your Pokémon. Ist das. Genau, das ist Lokanonado und sowas. Was wahrscheinlich keiner lernen kann. Schade. At least we tried. Und hier darf ich hier nicht reinlaufen. Du kannst nicht einfach so da reingehen. Würdest du ja ein Haus betreten. Was sagt ihr eigentlich momentan? The Commercial District is currently being rebuilt. Please be patient. Okay. Das heißt, wir können nichts anderes machen, außer wir die Arena reinzulatschen. Na dann, let's go. Kann man unseren Job machen. Hallo, Buddy. Du bist nicht mein Buddy-Freund. Ich zeig dir mal... Oh no. What the mountains instilled in this older time. Nicht ein Gesteinstyp. Das sieht fucking shiny aus. Und fucking geil. Aber ich habe nicht wirklich viel, um den zu boxen.
Dragon Rage? Vorhin, nein! Alter, macht Dragon Rage nicht immer 40 Damage? Okay, der erste tot. Okay, okay. Er ist Drachestahl, wie es aussieht. Interesting. Ah, ist inzwischen Return stärker? Wir sind schon Level 15. Und vielleicht mag mein Start mich auch automatisch. Ich muss die Quick Attack probieren. Okay, das... Nice, Tackle. Okay, nicht nochmal eine Dragon Rage. Danke dafür. Alter, wäre es böse gewesen. Okay, Aaron erledigt. Wobart. Okay. Gut. Alles entspannt. Wir haben nur einen Vogel verloren. Ah! Und fast nach Tara. War der erste Trainer. Kann ich heilen zwischendrin? Kann ich meinen Vogel freien lassen? Wie funktioniert das jetzt? Bleiben die K.O.? Bleiben die geschwächt? Jetzt kommt der Typ schon wieder. Okay, halte ich mir nochmal die Ohren zu. Wir haben wieder drei Pokémon. Voltro, wahrscheinlich wird er geheilt zwischendrin, ne? Yes. Das heißt, wir entlassen am Ende des Tages die Leute, die gestorben sind. Ich glaube, das Einzige, was wir sinnvoll Nuzlocke machen können. Ein anderer macht hier nicht allzu viel Sinn. Übrigens genau derselbe nochmal. Wow, Sonic Boom macht 20 Damage. Dann kann er eigentlich auch wieder sterben. Da versuchen wir sie so schnell wie möglich sterben zu lassen, ohne dass sie irgendwas hinbekommen. Ja, sonst kriegen ja eher die Erfahrungspunkte und nicht die Mitglieder, die es kriegen sollten. Es wäre eigentlich voll viel schlauer, das anders zu machen. Und ein kleines Zubat. Vielleicht kann man auch einfach keinen guten Nuzlocke machen, wenn man regelmäßig geheilt wird und sich nicht die Pokémon aussuchen kann, die man so nutzt. Wir können auch einfach wechseln, das wäre auch eine Option. Double Team. Du bist eh tot. Da brauchst du auch nicht Doppelteam zu lernen, mein Freund. Schön, wir so Tote mit kämpfen können. Okay, aber ansonsten, das heißt, ich muss jetzt jedes Mal eine Runde waste, um das Pokémon auszuwechseln, damit zumindest die Erfahrungspunkte sinnvoll verteilt werden. Tenner. Okay, das ist okay. Hierauf können wir wechseln. Der sollte relativ schwach sein, I guess. Da hätten wir auch sehr gut Smetbo nutzen können. Mit Bugbite hätten wir... Ist der Fee oder nur Psycho? Kommt Fee da später mit dazu, dass Psycho wenn er sich weiterentwickelt? Ich weiß, ich habe den ziemlich viel genutzt bei Stefan Schild. Der war auch in meinem also die Endentwicklung war in meinem Competitive-Team mit drin. Na gut. Bist du nur Stahl oder bist du Stahlgeist? Ah, fuck. Automize became nimble. Speed Rose Sharpie. Nicht gut. Das heißt, Two-Cup muss das machen, weil ich mit Vogeln niemanden mehr bekämpfen darf, den ich nicht eigentlich sowieso schaffen würde. Okay, der gönnt sich sehr, sehr viel Speed. Grundsätzlich nicht gut für das eigene, für die eigene Health. Ah, ich bin verrutscht, deswegen. Gast war vorhin echt stark, ne? Aerial Ace, nein! Are you fucking kidding me? Das macht gar keinen Schaden. Okay, okay, okay. Nach Clara, komm mal kurz wieder her. Scheiße! Okay, Vogel tot. Das heißt, Vogel wäre die einzige Option, die ich hierfür habe. Wir haben noch Geschwindigkeit erhöht. Okay, wir haben ja noch ein paar Potions. Das heißt, wir gönnen uns das, damit Toadcup voll geht. Danach haben wir mit Eevee Tail Whip. Das kann doch treffen, oder? Furry Cutter. Yes, das trifft. Nice. Dachte ich mir. Das heißt, wir können erstmal die Baby Doll Eis machen. Oh, du bist so liebenswürdig, so ein süßes kleines Schwert. Du wirst mir doch niemals schaden, oder? Oh, du bist so lieb. Bitte, bitte tu mir nicht weh. So groß werden die Augen. Eine kleine Papi, die dich einfach ohne Ende anschaut. Wir machen dieses Schwert stumpf. Jetzt oder nie. Okay, nochmal Aerial Ace. Inzwischen, wenn er einmal Crit macht, ist mein Nachtara tot. Ich weiß, aber ich hoffe, es kommt einfach nicht. Okay. So, ich glaube, wir sollten heilen. Ich sollte auf jeden Fall heilen.
Soweit, so gut. Dann heilen wir mal weiter voll. Wir haben nicht mehr viele Potions. Und es kommen echt noch viele Trainer heute. Okay. Furry Cutter ist aber okay. Jetzt können wir weitermachen mit Tail Whip. Der sollte kaum noch Damage machen. Wenn ich jetzt seine Defense so niedrig bringe, wie irgend geht. Solange er beim Auswechseln nicht wieder einen Crit macht, sollten wir rein theoretisch ihn einfach boxen können. Ich habe nicht mitgezählt. Ich hoffe, es sagt mir irgendwann, wenn ich nicht weiter... haben wir jetzt. Defense von Girl in die Lower. Machen wir nochmal Baby Doll Eis. Und Girl in die Lower. Sehr gut. Das heißt jetzt genau da, wo ich ihn haben will. Das heißt, wir gehen jetzt zu Two Cup. Alter, Leben als Arena-Leiter, wo die Pokémon sterben, ist echt schwierig. Vor allen Dingen, wenn man Geist als Riesenproblem hat. Das war... sechs Angriff runter. Okay, wie macht jetzt Bugbite? Okay, sieht gut aus. Gar nichts. Einfach gar nichts. Macht Gast ein bisschen was? Wie? Der hat keine Defense mehr. Warum macht das gar keinen Schaden? Oh mein fucking Gott. Okay, letzte Potion, die ich habe. Das sollte machbar sein, theoretisch. Gast war, glaube ich, stärker als Bugbite. Das heißt, wir können damit ein bisschen weiter... Psychnese wäre so genial. Würde jetzt gerade weniger bringen, wahrscheinlich, wegen so viel Defense-Drops. Okay, nice. Haben wir. Alter, fucking Geist-Pokémon. Ich muss irgendwas gegen Geister tun. Geister, Alter, Weißbrot. Okay, das ist shit. Nachtara sollte den Angriff aushalten. Dann macht Nachtara einmal einen schnell reinrennen und dann ist gut. Quick Attack. Attacker. Nice, Quick Attack. Ah! Boah, haben wir geschafft. Okay, okay. Das war der zweite? Dritte. Es sollten noch zwei kommen. Was? Expect me to pout or whine? Ja, ja, nee, du sollst nicht whine. Alles gut. Okay, ach nicht Stein. Oh, bitte hab nicht wieder Dragon Rage. Okay. Die Frage, wie ernst nehmen wir unsere Regeln? Setzen wir die Regeln so, dass das Pokémon, was stirbt, komplett immer ausgetauscht werden muss? Oder sagen wir, es bleibt drin bis zum Ende des Tages. Weil wenn ich jetzt wechsle, weil das ist voll der Nachteil, weil er wird wieder Dragon Rage einsetzen, macht 40 Damage beim nächsten Pokémon und dann bin ich tot. Das heißt, ich würde ihn nochmal sterben lassen, weil der eh schon tot ist und einfach die Dragon Rage fressen. Blast of the Past! Und dann mache ich Nachtara, das einzige Pokémon, was mehr als 40 Leben hat. Hoffen, dass Quick Attack sinnvoll genug Damage macht. Harden. Das ist noch okay. So hart bist du nämlich gar nicht. Okay. Ich würde sagen, so machen wir Regeln. Wir schreiben uns aus, was sterben muss. Am Ende des Tages ist es raus. Fucking Dragon Rage. Are you fucking kidding me? Okay, Nachtara Level 3. 17. Schön, schön, schön. Fucking Tim Burton. Kannst du mal einen Schluck von nehmen. Bitte lass es das gewesen sein. Okay, es waren alle. Schön. Ach, der Room ist viel größer. 2 cm. Hey, Sino, wie geht's dir so? Willst du mal kurz reden? Hast du schon mit den Arena-Trainern letztlich geredet? Sie wollen wohl mit dir reden. Sie wollen trainieren. Ja, ja, mittrainieren, mehr Reputation. Gönn mir. Okay, es ist soweit. Wir sind im Moment gekommen. Mein lieber Vorel, er hat hart gekämpft. Er hat die Wut des Drachen auf sich genommen. Zweimal! Aber nun ist er gestorben, der Vorel. Sein Spatzenhirn wird nie vergessen sein. Er fliegt nun frei wie ein Vogel in den Himmel. Und wir werden ihn nie wiedersehen. Oh.
Nie wiedersehen! Forel was released. Bye bye, Forel. Okay. Ja, fucking nice. Wir müssen morgen neues Pokémon fangen gehen. So viel steht fest. Und Forel hätte eigentlich für uns alle die Zukunft bedeuten sollen. Er war doch noch so jung. Jemand in der Tür?